Rapid, das wissen die Rapid-Fans ganz genau, hat in Ried noch nie gewinnen können. Und Ried hat seit August zu Hause nicht mehr gewonnen. Trotzdem die Frage des Tages bei den Verhältnissen, die Sie gleich sehen werden. Wer hat beim Nebel den größten Durchblick? Ja, das war tatsächlich heute Nachmittag in Ried die Frage, aber man sah von Tor zu Tor und daher hat Schiedsrichter Benko gesagt, es kann gespielt werden. 6000 Zuschauer wollen endlich wieder einen Sieg der Innviertler sehen. Dann sollte es losgehen. Wir sehen hier nicht die Beine von Dolores, sondern die Beine der Hütteldorfer. Da ist der Trainer Dokubil die Sicht etwas verstellt. Die Bankerl dürfen dann davor gerückt werden. Und es kann losgehen. Von links nach rechts die Hütteldorfer in der ersten Spielhälfte. Sie haben, wie gesagt, hier im Innviertel noch nie gewonnen. Zum Auftakt am 9. Juli hatte es hier ein 2:2 Unentschieden gegeben. Rapid heute mit Braun im Mittelfeld, mit Hieden und Radajcik als Manndecker. Und die erste versuchte Möglichkeit Oerlemanns, der Pass auf Hartl, aber zu ungenau. Nicht alles ist ganz genau zu erkennen heute bei diesem Match. Er schon aus dem Rapid-Sektor wieder abgeführt. Das sind eigentlich Szenen, die wir nicht gerne am Fußballplatz sehen. Das Match offen in der Anfangsphase. Man muss sich erst mit im Nebel etwas zurechtfinden. Guter Pass von Radajcik und da ist Pürk etwas zu kurz. Pürk kommt bei den Rapidlern von links aus dem Mittelfeld. Stumpf und Ipua, die beiden Sturmspitzen. Da haben wir die beiden Trainer, Dokubil und Reutinger. Ist mir ein Abtasten in der Anfangsphase dieser Begegnung. Rapid hat ja am kommenden Dienstag das erst UEFA Cup spielen gegen Lazio Rom. Pürk, Hieden und Braun können allerdings nicht dabei sein, sind gesperrt und auch Arnold Wettel nicht, denn er ist zu spät angemeldet worden von den Hütteldorfern. Freistoß Berenstein nach diesem Hiedenfall. Kopfball und Tor! Tor, 17. Minute. Kasimir Wengin erzielt das 1:0 für Keli Ried. Wengin, bei dem es gar nicht sicher war, ob er überhaupt spielen kann, genauso wie bei Stanis Ajevic, beide leicht angeschlagen, macht hier per Kopf der Manndecker das 1:0. Und Hedel scheint hier zu sagen, was sollte ich bei diesem Kopfball machen? Jubeln natürlich im Nebel von Ried. 17. Minute, der Freistoß von Berenstein, dem Polen, der Ball lang in der Luft, hat viel Effekt. Und Wengin gegen zwei Hütteldorfer springt am höchsten und da hat natürlich Hedel keine Chance. Auf alle Fälle 1:0 für Ried. Ja, sollte Rapid heute in Ried wieder auf der Strecke bleiben? Das war die Frage. Ja, Wengin und Stanis Ajevic also mit dabei. Markus Schacher allerdings von Beginn an nicht. Reutinger hat auf ihn verzichtet, weil er ganz leicht angeschlagen war. Hütteldorfer kontern und hier über Stumpf fault an Christian Stumpf und zwar von Wengin, dem Torschützen. Freistoß für Rapid. Hier haben wir Wengin. Und in der super Zeitlupe noch einmal dieses Foul. Dann ein Freistoß, für guter Freistoß für die Hütteldorfer. Und zwar von Radajcik. Mauer öffnet sich etwas und Ronny Unger im Tor. Der Innviertler, dann wieder Freistoß, viele Standardsituationen. Diesmal Wagner, Kopfball, und zwar von Braun, der im Mittelfeld eine starke Leistung bietet. Und wieder Ronny Unger. Die besseren Tormöglichkeiten in dieser Phase haben die Hütteldorfer. Einige Probleme für Unger in dieser Phase. Dann Verwirrung in der Abwehr und da Ipua, da steigt er etwas zu hoch, attackiert den Tormann. Aber ich kann es vorwegnehmen, Ronny Unger kann weiterspielen, schauen wir uns das noch einmal an. Ja, war etwas ein gestrecktes Bein von Sammy Ipua dabei. Ja, auf alle Fälle, der Tormann kann weiterspielen, nichts passiert. Ausgezeichnet Schiedsrichter Benkö, er bittet zum Pausentee. 1:0 für Ried nach 45 Minuten. Dann auch ein Wurf Wagner. Stumpf, Wettel und Tor, gleich nach Wiederbeginn, Ausgleich, 49. Minute, Arnold Wettel erzielt seit seiner Rückkehr das erste Tor für die Hütteldorfer, 1:1 und da war Ronny Unger mitbeteiligt, wir werden das gleich in der Zeitlupe ganz genau sehen. Auf alle Fälle setzt er sich hier durch,
gegen Stanisajevic und durch die Beine von Ungar geht der Ball ins Netz. Ausgleich aber völlig verdient für Rapid. 1:1 also nach 49 Minuten. Und das ist der jubelnde Arnold Wettel, der von Sturm Graz über Porto zu den Hütteldorfern gekommen war. Dann wieder Braun, schlägt immer wieder gute Passbälle, Ipua. Gute Möglichkeit für Ipua und diesmal Ronny Ungar. Die Innviertel haben zwar im Mittelfeld einige gute Szenen, aber sie kommen kaum mehr vor das Tor des Gegners. Angerschmidt hier klar ausgespielt und die Chance für Ipua. Dann Radajcik auf Wettel, immer noch Wettel und Probleme für Ungar, aber im letzten Augenblick dann von Benkling gerettet. Und was hat er ihm hier wohl gesagt? Aufpassen, mein Freund. Dann hätte er ganz wenig Möglichkeiten für die Innviertel Öhrlmanns. Das war allerdings eine Riesenchance. Aber da war Martin Hieden noch im letzten Augenblick dazwischen. Ganz, ganz selten vor dem Rapid-Tor jetzt. Die Innviertel Öhrlmanns, das war eine Riesenmöglichkeit. Das hätte eigentlich die Führung bedeuten können. Outenwurf wieder für Dödeldorf. Und zwar durch Pörk, Stumpf, wieder Wettel und Tor! 2:1, 64. Minute. Arnold Wettel macht sein zweites Tor für die Rapidler. 2:1, fast eine ähnliche Situation wie beim ersten Tor. Ungar wieder geschlagen. 2:1, wunderschön mitgenommen, den Ball technisch glänzend gemacht und da war Ungar chancenlos. 2:1 auf alle Fälle für Rapid. Sollte Rapid heute erstmals gewinnen in Ried? Das war die Frage. Im Nebel von Ried. Aber von Wettel eine glänzende Einzelleistung. Die Hütteldorfer also in Führung. Und so jubelt der zweifache Torschütze von Ried, Arnold Wettel. Dann Prosenik, der über rechts kommt. Pürk an die Außenstange. Also das hätte schon das 3:1 für die Wiener sein können. Jetzt Markus Pürk mit dieser Möglichkeit. Nach Prosenik-Vorarbeit, Außenstange, nichts passiert. Ried ist nicht mehr zu sehen. Noch einmal Wettel, hat einen glänzenden Tag heute, verzieht ganz, ganz knapp. Und das Match ist zu Ende. Rapid gewinnt erstmals in Ried in der Höhe von 2:1. Wir sehen noch einmal die Möglichkeit von Wettel. Rapid gewinnt also 2:1. Hier die niedergeschlagenen Innviertler. Und für Christian Stumpf, den Hütteldorfer, für ihn gibt es sogar zum Sieg eine Flasche Sekt. Und damit Tipp 2 noch einmal auf ihrem Totoschein. Die Rapidler gewinnen also endlich in Ried. Mann des Tages für Rapid Arnold Wettel, seine ersten Rapid-Tore. Er war also der Mann, der den Durchblick bei Nebel in Ried hat. Ersten Halbzeit sind wir ein bisschen wir durch die Gegend gelaufen und waren auch verdient 1:0 hinten. Aber man hat gesehen, zweite Halbzeit sind wir aus mit frischen Alarm aus der Kabine kommen und haben das Spiel halt noch verdient umgedreht. Wir waren schon in der ersten Hälfte die spielbestimmende Mannschaft, aber wir haben schlecht gespielt. Wir haben zu viel ins Mittelfeld gespielt, da sind sie sehr gut gestaffelt gewesen und haben uns sehr viele Bälle abgejagt und da haben Konter gefahren. In der zweiten Hälfte haben wir das Spiel umgestellt, nicht mehr so klein-klein, auf weitere Passes und das hat den Druck erzeugt, den wir gebraucht haben und dann auch die Tore geschossen. Meine Mannschaft hat über 75 Minuten mehr als dagegen gehalten. Wir haben viele Tormöglichkeiten, relativ viele Tormöglichkeiten vorgefunden und Rapid war heute die glückliche Mannschaft. Und wer das nicht so sieht, der hat vom Fußball keine Ahnung. Danke. Das waren die Stimmen zum Rapid-Sieg und jetzt kommt die Ex-Rapid-Stimme. Peter Stöger, herzlich willkommen im Studio. Wie geht es Ihnen an einem spielfreien Tag? Naja, es geht mir eigentlich schon viel besser. Es ist ja Gott sei Dank so, dass ich eine Entscheidung getroffen habe, wo ich meine Zukunft fortführen werde, meine sportliche. Und deswegen geht es mir jetzt im Moment schon viel leichter als vor einer Woche. Sie haben viele, viele Interviews jetzt schon gegeben bezüglich Ihres Wechsels, aber trotzdem ist nicht restlos geklärt, warum geht dieser Mann nicht ins Ausland? Der Bubentraum jedes Fußballers bleibt, der einmal ins Ausland zu gehen, bei Peter Stöger nicht. Warum? Mein Bubentraum ist, bei der WM zu spielen. Das ist für mich das Wichtigste. Und dann war es eben so, dass ich einige Angebote gehabt habe. Ich habe die auf den Tisch gelegt, versucht, für mich die beste Lösung zu finden, ob das im Ausland ist oder nicht, ob das in Linz ist, in Köln oder sonst irgendwo. Und ich bin ganz einfach zu der Entscheidung gekommen, dass es für mich vor der WM vor allem ganz einfach wichtig ist, irgendwo Fußball zu spielen, wo ich glaube, wo ich vom Konzept her und von der Position her absolut gut hineinpasse. Es hat nichts damit zu tun, wie einige Herren halt glauben,
dass ich Angst habe, dass ich bei anderen Vereinen nicht spiele. Ich glaube, dass ich die Qualität habe, dass ich überall spiele. Nur glaube ich, dass ich eine gewisse Ruhe brauche, um mich einzufinden und das vor der WM ganz einfach wichtig ist, deswegen der LASK. Trotzdem nachgefragt, wenn schon in Österreich, ist die nächste naheliegende Folge, und warum dann nicht dort, wo die Champions League quasi schon nahe ist, bei Sturm Graz? Ja, da kann ich nur dazu sagen, dass ich meine Überlegungen halt so waren. Natürlich die Chance auf eine Meisterschaft sehr groß ist, dann die Chance auf eine Champions League auch gegeben ist. Ich denke aber so, dass dort ein funktionierendes Team ist, dass es eine Mannschaft ist, die, ob der Peter Stöger dort ist oder nicht, meiner Meinung nach Meister wird. Und ich ganz einfach eine Aufgabe gesucht habe, wo ich glaube, dass ich in Ruhe mich darauf vorbereiten kann, was nach oben zu entwickeln. Ich glaube, die Grazer sind im Moment ganz weit oben, da kann ich von meiner Position her nicht wirklich so viel bewegen. Das ist eine sehr, sehr gute Mannschaft, ein funktionierendes Team, und ich glaube, dass beim LASK halt ganz einfach eine Position, so wie ich das ganz einfach spiele, fehlt, und deswegen die Entscheidung für den LASK. Jetzt haben Sie es quasi geschafft, Sie haben Ihren neuen Club gefunden, Sie kommen langsam zur Ruhe, aber zur Ruhe kommen Sie nicht, denn der Medienwald, der rauscht schon wieder, hier haben wir da aufgeschrieben, unter Anführungszeichen, violettes Wasal. Das soll Kübauer am Telefon zu Dokobil gesagt haben, glauben Sie es? Also ich bin hundertprozentig sicher, dass er das nicht gesagt hat, denn bevor diese Aussendung überhaupt gekommen ist, hat mich der Didi schon angerufen, ich habe gar nicht gewusst, wovon er spricht, er war wirklich entsetzt, er hat gesagt, dass er das niemals gesagt hat. Ich denke so, bin hundertprozentig davon überzeugt, ich kenne den Didi, er kennt mich, wir sind verschiedene Charaktere, aber eins haben wir gemeinsam. Das ist ganz gleich, dass man, wenn man jemand was zu sagen hat, dass man es ihm in die Augen sagt, und so hätte er es auch sicher gemacht, wenn es ihm nicht gepasst hätte. Wir können es insofern noch entkräften, als wir einen Originalton von Ernst Dokobil dazu haben, den hören wir uns jetzt kurz noch an. Gut, danke, dass Sie mich fragen. Es ist so dezidiert, dass mich der Didi Kübauer nicht angerufen hat. Und alles andere an der Geschichte ist damit hinfällig. Das heißt, also alles erlogen, erstunken? Ja, so wie ich es gesagt habe, er hat mich nicht angerufen. Warum glauben Sie, könnte jemand sowas lancieren in der Öffentlichkeit? Schauen Sie, das kann ja ein Gerücht gewesen sein, dass der Reporter aufgeschnappt hat, und wahrscheinlich war es auch so. Gerüchte sind das Schönste am Fußball, kann man es damit belassen? Ja, ich denke, wenn man den Journalisten fragt, dann hat er das auch so nicht geschrieben, wahrscheinlich, obwohl es in der Zeitung steht. Ich gehe davon aus, dass ich von diesen drei Herren ganz einfach nur einem glaubt, das ist der Didi, und das ist auch für mich der entscheidende Faktor. Okay, wir kommen jetzt dann natürlich auch noch zu Fragen zu Ihrem neuen Club, zum LASK, dazu aber in Kürze. In der Liga der Welt, ein heißes Match, bei uns ist es das Spiel der Runde.